Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Video aus der wunderbaren Reihe Hat der wirklich nichts Besseres zu tun? Nein, hab ich nicht. Ich habe gerade kein Spiel aufzunehmen, Olympia macht Pause und die Wohnung sieht auch einigermaßen akzeptabel aus. Deshalb dachte ich mir, hey, ich habe nichts Besseres zu tun, also wird es mal wieder Zeit oder schon wieder Zeit für ein neues Tech-Video. Olé, hier die Aloha... ja... Die Aloha-Welle, eine Aloha-Welle, das wäre auch mal cool zu sehen. Hier die Laola-Welle einfügen. Ja, ich wurde mal wieder getaggt und zwar von da Naschi. Einmal mehr. Ja, ist ja nichts Neues, ne? Die hat mich ja schon ein paar Mal getaggt. Dieses Mal allerdings ist es anders und zwar ziemlich völlig wahllos und völlig zufällig gewählt, ohne jeglichen Hintergedanken. Ja, ist klar, das kaufe ich dir auch völlig ab. Sei es drum, du hast eben auch diesen Tag oder dieses Tag-Video hochgeladen anlässlich deines 500-Abo-Special-Fire-Gedöns. Und ja, dazu gratuliere ich dir natürlich herzlich, auf dass es bald vierstellig werden möge, denn dann geht der Stress erst so richtig los und ja, kannst du dich schon mal drauf freuen, ne? Sei es drum. Ja, und zwar, wie gesagt, ein weiteres Tag-Video und um welchen Tag es sich handelt, kann man wohl schon aus dem Titel, beziehungsweise auch aus der Beschreibung entnehmen, 50 random facts about me. Also 50 schwachsinnige Fakten, die keine Sau interessieren über meiner selbst, über mein Leben, meine Kindheit, meine Jugend, mein Kreisensein, wie auch immer. Ja? Und ich muss sagen, ich habe dieses Getäge, beziehungsweise diesen Tag, schon vor einigen Wochen auch bei jemandem gesehen. Und dachte mir eigentlich noch, oh, okay, also das Ganze zu hören ist super, das macht echt Spaß, das ist interessant, beziehungsweise, oder auch nicht interessant, aber sehr amüsant. Aber ich habe damals schon gehofft, von wegen, um Gottes Willen, hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorbei. Ja, da wusste ich noch nicht, dass auch die liebe Naschi sich dieses Tags bedient quasi. Also nochmal, vielen Dank, liebe Naschi, ne? Super, ich freue mich. Bin top motiviert. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt tatsächlich auch dran gesetzt. Ich habe ein paar Facts quasi aufgeschrieben, habe sie mir notiert. Und bevor ich mich hier völlig um Kopf und Kragen laber, wie ich es ja meistens mache, würde ich sagen, ich fange einfach mal damit an. Und zwar, ja, ich würde sagen mit der 1, ne? Das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Start. Also hier die 50 random facts about me. Ich hasse Pilze. Ich hasse Weihnachten. Ich hasse Hitze. Ja, keine Sorge, da kommt noch was anderes. Ich habe als Kind die Wendy-Comics meiner Nachbarin gelesen, da ich selbst kein Geld für das lustige Taschenbuch hatte. Ich kam als Kind jeden Tag mit blauen Flecken nach Hause. Ich wäre als Kind beinahe ertrunken, hätte mich mein bester Freund nicht aus dem Tümpel gezogen. Ich bin Atheist. Ich liebe den Winter. Ich bin ein absoluter Serien- bzw. Filmfreak. Ich habe Desperate Housewives geguckt und schäme mich nicht zuzugeben, dass ich die Serie genial finde. Ich wollte in der Grundschule unbedingt ein Mädchen sein, da ich stets das Gefühl hatte, dass diese bevorzugt werden, beziehungsweise wurden. Meine Handschrift ist unleserlich. Ich habe das letzte Mal mit 14 einem Gottesdienst beigewohnt. Ich habe seit 15 Jahren keinen langen Brief per Hand verfasst. Ich bin als Kind einmal aus 4 Meter Höhe aus einem Sessellift abgesprungen, da ich den Ausstieg verpasst hatte und Panik bekam. Ich liebe den Geruch von Benzin. Ich leide an Höhenangst. Ein Leben ohne Musik wäre für mich nicht vorstellbar. Ich dusche im Sommer meist 2-mal täglich. Ich habe als Kind mein erstes Telespiel mit einem Hammer zerstört, da ich das Gefühl hatte, es würde mich betrügen, da ich nie gewinnen konnte. Ich gucke immer noch ab und zu Zeichentrickserien meiner Kindheit. Man findet mich mit über 30 immer noch des Öfteren auf einer Schaukel oder dabei einen Drachen fliegen zu lassen. Ich bin handwerklich ungefähr so begabt wie eine Schnecke. Ich habe Angst vor Pferden. Ich kann mich nicht mehr an meinen ersten Kuss erinnern. Ich hatte als Kind panische Angst vor Spinnen und habe jede Nacht mein Bett kontrolliert, bevor ich schlafen ging. Ich bin laut Gesetz auf einem Auge blind bzw. doof. Ich höre lieber anderen zu, als selbst zu sprechen. Ja, ist so, ehrlich. Ich wurde als Kind mit dem Fahrrad von der Polizei angehalten wegen Geschwindigkeitsübertretung. Ich habe mir als Kind die große Zehe beim Fußballspielen gebrochen, ohne dabei den Ball auch nur zu berühren.
Mir sind automatische Türen suspekt, da ich mir als Kind einmal sehr böse die Finger gequetscht bzw. gebrochen hatte. Mit den meisten Menschen komme ich nicht über das Smalltalk-Niveau hinaus. Ich habe 5 Halbgeschwister. Ich wurde einmal der Schule verwiesen, da ich mich äußerst respektlos einer Lehrkraft gegenüber verhalten hatte, welche es wagte, eine Deutschklausur mit einer 2 zu benoten. Ich habe als Kind kein Taschengeld bekommen, hatte aber dennoch alles, was ich brauchte bzw. unbedingt wollte. Ich kann diverse Dialekte sprechen, allerdings kein Deutsch. Ich bin im Wasser schneller zu Fuß als auf dem Lande. Mein Freundeskreis kann an einer Hand abgezählt werden. Ich habe freiwillig auf die Chance verzichtet, das Abitur zu machen. Ich liebe die Farbe Weinrot bzw. Burgund. Meine berufliche Karriere endete mit 25. Ich wasche mir jedes Mal, nachdem ich einen Schlüssel in der Hand hatte, die Hände, da ich den Metallgeruch an den Fingern absolut abstoßend finde. Ich diskutiere bzw. philosophiere für mein Leben gern. In meiner Jugendzeit hatte ich mehrmals Suizidgedanken. Ich glaube nicht an ein Schicksal, sehr wohl aber an das Prinzip Zufall. Ich liebe Pistazieneis, mag aber eigentlich gar keine Pistazien per se. Ich hasse Menschenmassen und werde leicht panisch, wenn ich mich durch eine Menschenmenge hindurchwühlen muss. Ich habe seit 15 Jahren keine Tageszeitung mehr gelesen. Ich blicke eher in meine Vergangenheit als in eine mögliche Zukunft. Und zu guter Letzt, es fällt mir sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, stehe aber hinterher zu 100% zu diesen und bereue nichts. Ja, so, das ging doch relativ fix, also selbst für meine Verhältnisse. Was heißt selbst für meine? Also vor allem für meine Verhältnisse, ja, so muss ich sagen. Das waren sie auch schon, die 50 random, völlig schwachsinnigen, bescheuerten Facts, die keine Sau interessieren. Damit ist quasi meine Schuldigkeit mehr oder weniger getan. Davon abgesehen, dass ich natürlich noch jemanden taggen müsste, sollte, dürfte, könnte, wie auch immer. Ich das allerdings nicht machen werde in dem Fall, sondern einmal mehr die Möglichkeit in den Raum stelle, dass sich jeder, der sich angesprochen fühlt, gerne dieses Tags bedienen darf. Beziehungsweise, nein, Moment, eine Person werde ich tatsächlich taggen, wollte ich schon im letzten Tag machen, allerdings war es das falsche, in Anführungszeichen, Geschlecht. Ja, ich denke, die Person, die gemeint ist, weiß jetzt auch genau, dass sie gemeint ist. Und ja, genau. Skiraxalus, dich tagge ich tatsächlich. Ich weiß, du hast auch unglaublich viel Spaß an solchen Dingern. Das machst du unglaublich gerne. Deshalb, ja, hau rein, hau in die Tasten, hau nicht ins Mikrofon, aber sprich ins Mikrofon, wie auch immer. Und ja, damit ist jetzt tatsächlich auch meine Schuldigkeit getan. Vorbei, Schluss, aus, Ende. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin natürlich wie immer einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, einen schönen Sonntagabend, wie auch immer. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.